Autos. Wir sitzen lieber. Im Schnitt 5,5 Stunden am Tag. Der Homo sapiens wird zum Faultier. Wir fressen zu viel und wir bewegen uns zu wenig. Welcher Sport und wie viel davon ist sinnvoll? Der große Fitnesstest. Mit den neuesten Tipps für jedermann. Ich habe jetzt 8 Uhr und mir tut der Hintern weh. Das will keiner wissen. Macht Bewegung überhaupt schlank? Die ganze Wahrheit über Fitness. Manchmal ist sie anders, als man denkt. Lieber moppelig und fit als schlank und unfit. Schöne, durchtrainierte Menschen. Die Werbung zeigt uns ständig ein Idealbild. So, als wären wir alle attraktiv wie Models. Oder muskulös und stark wie Olympioniken. Ein schöner Traum. Leichtfüßig und vital durchs ganze Leben. Umfragen zufolge träumt die große Mehrheit der Deutschen davon, sportlicher und schlanker zu sein. Aber die Wirklichkeit sieht leider oft ganz anders aus. Die Hälfte der Deutschen gilt als übergewichtig. Vor allem unsere Kinder und Enkel bewegen sich viel zu wenig, sitzen vor Bildschirmen, das Essen immer greifbar. Die Ärzte haben uns längst erklärt, wohin das führt, welche Krankheiten wir uns einhandeln mit unserer Bewegungslosigkeit und was das kostet. Eigentlich wissen wir, woran es hapert. Mangel an Bewegung und Frust. Frust und vielleicht dann nicht die richtige Ernährung. Nach Hause kommen, aufs Sofa sitzen, nichts tun. Ich bin noch im Fitnessclub, aber eben immer in Kursen, wo man in einer Gruppe ist. Und nicht da, wo die schönen, leistungsfähigen sind, sondern im Hausfrauenbereich. Schichtdienst immer. Da fehlt die Zeit einfach. Wenn ich 5 Kilo mehr habe, dann fühle ich mich nicht mehr so wohl, als wenn ich ein bisschen weniger hätte oder habe. Es gibt tausende von Fitnesstipps und Ratschlägen. Aber welche sind wirklich gut für uns und welche dienen nur den Interessen der Sportindustrie? Das wollen wir heute herausfinden. Suchen wir die Wahrheit über Fitness und beginnen mit der ersten Frage. Wie schnell kann ich durch Bewegung fit werden und abnehmen? 2 Kandidaten machen für uns den Test. Ute, 40 Jahre alt, 1,60 Meter, 70 Kilo. Sie wäre gerne schlanker. Ich habe in den letzten 4 Jahren 10 Kilo zugenommen. Möchte diese gerne loswerden. Bin beruflich extrem eingespannt, habe 2 Kinder, bin alleinerziehend und suche echt nach einer Möglichkeit, das auf dem schnellsten Wege wieder zu schaffen. Und Winfried, 56. Früher Marathonläufer. Ich möchte versuchen, an meine Leistung, die ich vor einigen Jahren mal gebracht habe, anzuknüpfen, weil ich merke, dass mir irgendwo auch die Luft so ein bisschen ausgeht. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich ein bisschen faul geworden bin. Und vielleicht auch am Rauchen. Schauen wir mal, was es wert, ne? Die erste gute Nachricht vorweg. Ein paar Kilo zu viel sind gar nicht so schlimm. Grundsätzlich ist es so, dass schlank nicht unbedingt leistungsfähig bedeutet und schlank nicht unbedingt gesund. Das Entscheidende ist, dass der Organismus, die Zelle aktiv ist. Und dementsprechend lautet mein Motto auch immer, lieber moppelig und fit als schlank und unfit. Denn die Fitness ergibt sich aus einem wunderbaren Stoffwechsel jeder einzelnen Zelle und den kann man am Körpergewicht alleine nicht ablesen. Der frühere Leichtathlet Ingo Frohböse ist heute einer der führenden Sportwissenschaftler in Deutschland. Als erstes will er mit Ute und Winfried herausfinden, wie viele Kalorien sie beim Sport tatsächlich verbrennen. Hallo. Ich freue mich. Grüß Sie. Ich freue mich auch sehr. Wir werden uns mal einfach auseinandersetzen. Wie ist eigentlich der Kalorienverbrauch beim Sport? Wir haben ja immer so den Mythos im Kopf, wenn man Sport treibt, dann kann man so richtige Berge danach essen. Jetzt schauen wir mal, wie also wirklich beim Sport Kalorien verbraucht wird. Das machen wir und wir gehen mal auf die Laufbahn dafür. Okay. Ausgestattet mit Puls- und Kalorienmesser sollen die beiden eine halbe Stunde locker laufen. 4 Kilometer höchstens, mehr ist nicht ratsam für Anfänger und Wiedereinsteiger. Ruhig ein bisschen reden dabei, das vernünftig, Tempo ist gut, ne? Ja? Okay. Laufen ruhig, laufen locker, haben Spaß dabei, quatschen ein wenig sogar dabei. Das ist wichtig, auch Laufen ohne zu schnaufen garantiert ja, dass man genügend Sauerstoff dem Körper zugeführt hat. Und das machen die beiden ganz richtig.
Nach dem Sport winkt die Belohnung. Der Professor lädt zum Frühstück ein. Das, was ich mir wünschen würde, Sie essen einfach mal so, was Sie meinen, jetzt bin ich satt. Und dann schauen wir mal, wie das eigentlich passt, wie viel Sie verbrannt haben und wie viel jetzt Sie aufgenommen haben. Okay. Guten Appetit. Danke. Futtern ohne schlechtes Gewissen. Man hat ja Sport getrieben. Ute und Winfried frühstücken ganz normal. Sie sind ja 4 Kilometer gelaufen. Da haben sie doch sicher mehr Kalorien verbrannt, als sie jetzt zu sich nehmen, oder? Die Bilanz sieht furchtbar aus. Das waren nämlich 770 Kilokalorien Frühstück. Zu viel. Viel zu viel. Allerdings ist Winfried nicht besser weggekommen. In der Bilanz, Winfried, kommen wir auf 1300 Kilokalorien zum Frühstück. Es hat gut geschmeckt, gut gemundet, war aber ausreichend, um insgesamt fast 4 Stunden laufen gehen zu können. Der menschliche Körper ist leider ein Effizienzwunder. Wir verbrauchen viel weniger Energie beim Bewegen, als die meisten glauben. Für eine einzige Kalorie müssen wir 15 Meter laufen. 1000 Fett- und Zuckerteilchen überfluten uns bei jeder Mahlzeit. Winfried bleibt trotzdem schlank. Er ist ein schlechter Futterverwerter. Bei Ute landet jede Kalorie auf der Hüfte. Der Mehrheit von uns geht es so wie Ute. Schuld daran ist die Evolution. Über die Jahrtausende sind wir zu wahren Ausdauerwundern geworden. Unsere Urahnen mussten bis zu 40 Kilometer am Tag laufen, um Nahrung zu beschaffen. Ihr Überleben hing davon ab, mit wenig Kalorien viel zu leisten. Heute ist es umgekehrt. Wir kommen fast ohne Bewegung an Nahrung. Genetisch aber sind wir immer noch Jäger und Sammler. Zu wenig Bewegung macht uns krank. Deshalb treiben wir Sport oder nehmen es uns wenigstens vor. Der derzeit heißeste Trainingstipp ist das High-Intensity-Training, abgekürzt HIIT. Kurze, schnelle Belastungen im Wechsel mit ruhigen, langen Phasen. So wie früher unsere Urahnen. Damals, wenn wir unterwegs auf der Jagd waren, nicht wir beide, aber vor 50 oder vor 100.000 Jahren, dann musste man mal ganz schnelle, intensive Sprinteinheiten zwischendurch einlegen und dann wieder lange Strecken moderat zurücklegen. Das heißt also, das HIIT-Training ist uns mit in die Gene gelegt worden, intensive Belastungen quasi mit moderaten Belastungen abzuwechseln. Wir wollen diese neue Trainingsmethode mit ausprobieren bei unserem ersten Test, wie schnell wir schlank und fit werden können. Unsere Versuchskandidaten sind wieder Winfried und Ute. Neu dazu kommt Pari, 21 Jahre alt und 1,53 Meter groß. Ich bin ja ziemlich klein und bei mir machen 5, 6 Kilo, die ich ja bereits leider zugenommen habe, ziemlich viel aus. Und das würde ich gern wieder loswerden. Ich wäre froh, wenn ich das schaffen könnte. Ja, darum mache ich das. Ute und Pari wollen vor allem abnehmen. Winfried will an alte Leistungen anknüpfen. Man weiß ja nicht so genau, was ist eigentlich das Bessere. Ist es besser, langsam und ausdauernd zu trainieren, wie man so das klassische Joggen ja bisher gemacht hat? Oder ist es auch schon mal ganz gut, mal kurzfristig intensiv zwischendurch immer mal das Tempo zu erhöhen? Hat man ja beispielsweise in meinem Alter, sagen wir mal 56, ist ja nicht mehr ganz so jung. Bin ja auch junger Hüpfer, genau, würde ich sagen. Genau. Gibt es da dann noch einen Trainingseffekt zu erwarten? Wir müssen uns einfach an einem Leitsatz orientieren. Je Oller, je Doller. Das heißt, je älter wir werden, umso mehr müssen wir tun. Aber das Schöne ist, dass der Körper das wunderbar kompensieren kann, wenn man ihm denn etwas gibt, und zwar einen Reiz gibt. Das heißt also, wenn er Belastung bekommt, passt er sich auch an. Und das in jedem Alter, das ist die Botschaft für alle. Der Körper entwickelt sich nicht nur negativ mit dem Alter, sondern er kann immer besser werden. Und das sollten wir einfach nutzen. Super. Ja? Und, was kann man so erwarten in dem Zeitraum? Also gesund wäre, wenn wir quasi so in 4 Wochen, wenn wir uns das mal als Ziel vornehmen, ungefähr 2 Kilo reduziert haben. Dann wäre ich schon zufrieden. Weil das Wichtigste, was wir machen wollen, wir wollen ja nicht kurzfristig schnell Gewicht abnehmen, sondern wir wollen den Körper ja tunen, verändern, leistungsfähiger machen. Und dann haben sie das ganze Leben was davon. Alle drei müssen erst einmal einen medizinischen Fitnesscheck über sich ergehen lassen. Wie steht es um Sauerstoffaufnahme und Herzleistung? Die Ergebnisse sind überraschend. Ute ist fitter als gedacht. Ihre Fitnessampel steht immerhin auf Orange. Pari ist völlig untrainiert und tief im roten Bereich. Und Winfried, der ehemalige Marathonmann? Auch er landet nur bei Rot.
Wir haben alle noch viel Luft nach oben. Aber ganz viel Luft. Was ich Ihnen mitgeben möchte, ist natürlich, wie wird trainiert. Und wir haben ja zwei Strategien. Ute und Winfried machen quasi High-Intensity-Training auf dem Fahrradergometer. Und das sieht wie folgt aus. Sie fahren 45 Minuten, aber 4 Minuten intensiv, aber nicht hoch. Ja? Dann 30 Sekunden richtig maximal, voll, voll, voll. Und dann 30 Sekunden langsam werden. Und das quasi auf 45 Minuten hochgerechnet. High-Intensity-Training ist der neue Geheimtipp in den Fitnessstudios. Nur 4x4 Minuten hohe Belastung pro Woche sollen Wunder wirken. Aber Vorsicht vor falschen Versprechungen. Seriöse HIIT-Programme nehmen in Wahrheit mindestens 30 Minuten pro Training in Anspruch. Und sie sind nichts für jedermann. Die Vorteile liegen eindeutig darin, dass man intensive Reize setzt und die Zellen damit quasi richtig stimuliert. Denn Zellen brauchen Stress. All unsere 60 Billionen Körperzellen müssen auch schon mal an ihre Grenze gebracht werden, damit sie sich positiv weiterentwickeln können, damit sie eben nicht degenerieren. Also Intensität ist ja ein wunderbarer Faktor, die Zellen zu stimulieren und zu aktivieren. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, der Nachteil ergibt sich natürlich dadurch, dass Intensität, gerade wenn sie sehr hoch ist, für Anfänger oft nicht geeignet ist. Pari ist Anfängerin. Sie muss sich erst an Bewegungen gewöhnen. Bei Pari haben wir uns überlegt, die macht eine Dauermethode, 45 Minuten kontinuierlich gleichförmig, weil ich mir, glaube ich, vorstellen kann, Pari, dass Sie noch ganz viel benötigen, um so den Organismus insgesamt so ein bisschen hochzufahren. Da muss man erstmal Grundlagenausdauer setzen, so nennen wir das. Quasi die Biochemie hochfahren, die Muskulatur besser durchbluten, das Herz an die Arbeit gewöhnen. Und das macht man am besten mit einer ganz ruhigen quasi Aktivierung. Viel Spaß, wir sehen uns wieder und dann bin ich mir sicher, auf einem ganz anderen Leistungsniveau. Und ich hoffe, wir kommen da alle in den gelben Bereich mindestens. Das Training 45 Minuten, 5-mal die Woche, 6 Wochen lang. Pari, klassische Ausdauer. Winfried und Ute, High Intensity. Hi, heute ist meine erste Trainingseinheit. Den Puls habe ich hier mit dem Ohrclip angeschlossen. Ich war jetzt am Sport, mein Bauch ist fest geworden, sonst auch alles. Also ich muss sagen, schon ziemlich anspruchsvoll. Ich trampel jetzt 3 Minuten, bin total platt. Nur zur Info, ich bin jetzt noch im leichten Gelände unterwegs, obwohl ich schon geschwitzt. Natürlich nervt es da jeden Tag immer hinzugehen, ne? Manchmal habe ich es auch nicht geschafft. Ich nehme euch jetzt noch kurz wieder auf den Berg. Wir haben jetzt 8 Uhr und ich muss noch auf den Trainer. Und mir tut der Hintern weh, das will keiner wissen. Das ist die Hölle. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so anstrengend ist. Aber ist es. Ich habe keine Lust mehr da drauf. Ja, Freunde des Fitnesssports, so sehen Sie da aus. 6 Wochen später. Tag der Wahrheit. Hallo, Herr Professor. 6 Wochen sind vorbei. 6 harte Wochen. Und wie war es? Anstrengend. Und bei Ihnen, Winfried, wie war es da? Spaß gemacht. Okay, und Pari, bei Ihnen war es ja ein bisschen moderater. Wie war das Training überhaupt? Ging ganz entspannt. Das ist wunderbar. Und jetzt schauen wir uns die Ergebnisse an. Wir machen die gleichen Tests wie damals, vor 6 Wochen. Hat sich die Quälerei im Training für unsere drei gelohnt? Wir hatten 186. Sind Sie jetzt fitter und schlanker? Bis 50 Watt gesteigert. Die Ergebnisse liegen vor. Alle gespannt, ne? Ich auch. Wir fahren mit Pari an. Der Weg begann also weit unter Null sozusagen. Aber das Schöne ist, Pari, selbst wenn man moderat trainiert, selbst wenn man das Gefühl hat, man macht gar nicht so viel, haben sie sich um 20% verbessert. Das ist super klasse. Also herzlichen Glückwunsch dafür. Bei Winfried, High-Intensity-Training, auch bei Rot begonnen. Okay. Ja. Das Rauchen rächt sich eben massiv, das sieht man daran. Es geht sofort auf die Fitness. Hier haben wir eine Verbesserung um 15% erreicht. Okay. Und es wird orange. Und bei Ute, da muss man wirklich sagen, Fitness ist gut. Okay. Und schön. Gewicht sind über 4 Kilo weg. Ja. Ja. Also HIIT-Training hat sich hier bewährt. Pari, 2 Kilo weniger, Muskeln gestrafft. Für mehr muss sie jetzt dabei bleiben. Winfried, vor Schreck hat er mit dem Rauchen aufgehört. Und will jetzt kontinuierlich trainieren. Ute,
ist genetisch im Vorteil und reagiert deshalb am besten auf Bewegung. Für manche ist es einfach leichter als für andere. Ungerecht, aber nicht zu ändern. Unsere Fitness Queen. 25% Leistungssteigerung. Das Ergebnis des ersten Tests ist ermutigend. Fitter werden und abnehmen ist schon in wenigen Wochen möglich. Und wer dann dabei bleibt, profitiert sein ganzes Leben lang. Unser Tipp: Nehmen Sie sich 150 Minuten Bewegung in der Woche vor. Mindestens, das empfiehlt auch die Weltgesundheitsorganisation. 150 Minuten wöchentlich, das sind rund 20 am Tag. Klingt wenig, ist aber im Alltag gar nicht so leicht durchzuhalten. Heute macht die deutsche Fitnessindustrie pro Jahr 4 Milliarden Euro Umsatz. Viel Geld geben wir also aus für unsere Freizeitfitness. Ist das nötig? Unser zweiter Test. Wie sehr beeinflusst der ganz normale Alltag unsere Fitness und was können wir daran ändern? Unser erster Kandidat ist Jörg, 47. Ein typischer Büromensch, nur am Wochenende sportlich aktiv. Ich arbeite 10-12 Stunden am Tag. Und das fast immer sitzend. Was dazu führt, dass mir halt nicht so viel Zeit für den Sport bleibt, wie ich gerne möchte. Und am Wochenende versuche ich dann auf dem Rugbyfeld das zu kompensieren, was mir während der Woche fehlt. Mit vollem Körpereinsatz. Aber ich denke, dass ich meinem Alter entsprechend noch eigentlich ganz fit bin dafür, dass ich nicht ganz so viel Sport mache, wie ich gerne möchte. Kandidatin Nummer 2 ist Marisa, 32, Kellnerin. Bei der Arbeit ist sie fast ständig in Bewegung und glaubt deshalb, dass sie überhaupt keinen Sport braucht, um fit zu bleiben. Ich habe jeden Tag stundenlang Bewegung auf der Arbeit. Das hält fit. Deshalb brauche ich kein Workout mehr. Unsere Nummer 3 ist Achim, 53, Frührentner und Kleingärtner. Kein Auto. Obwohl ich jeden Tag zur U-Bahn laufe, zum Bus, einkaufen gehe, shoppen gehe, im Garten ein bisschen arbeite, müsste ich eigentlich ein bisschen mehr machen. Ich denke, ich bewege mich zu wenig. Unser Experte für diesen Test fährt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Perikles Simon, Sportmediziner in Mainz. Der fitte Professor testet für uns, wie viel sich Marisa, Achim und Jörg im Alltag bewegen und welche Auswirkungen das auf ihren Organismus hat. Die Kandidaten werden auf Herz und Nieren getestet und bekommen dann einen kleinen, aufmerksamen Begleiter mit auf den Weg. Jetzt wollen wir sie ja mit den Aktivitätsmessern ausstatten. Wir nehmen ihre Herzfrequenz auf, wir nehmen auch ihre Bewegungsdaten auf, die Beschleunigung, also so dass wir uns dann ansehen, wie steht denn jetzt diese körperliche Aktivität, die sie den Tag über so erbringen, in Bezug zu der Fitness, die wir gerade ermittelt haben. Diese kleinen Wunderwerke der Technik werden dem Professor verraten, wie viel die Tester sich wirklich bewegen und wie anstrengend das für sie ist. Jörg ist wie 60 Millionen von uns ein klassischer Sitztyp. Ob zu Hause, im Auto oder im Büro. Immerhin Zähneputzen im Stehen. Achim wohnt in der Stadt, geht zu Fuß zum Einkaufen und in den Garten, wo eigentlich immer was zu tun ist. Langes Sitzen ist für ihn eher selten. Marisa nimmt für längere Strecken Bus und Bahn. Ansonsten geht sie viel zu Fuß, vor allem bei der Arbeit. 10 Kilometer legt sie dort an einem durchschnittlichen Arbeitstag zurück. Am Wochenende bis tief in die Nacht auch schon mal mehr. Nach 24 Stunden die Auswertung. Wie genau die Tester ihren Tag verbracht haben, weiß Professor Simon nicht. Aber seine Messergebnisse können es ihm verraten. Es gab schon, ich sag mal, die ein oder andere Überraschung. Im positiven wie im negativen Sinn. Die Bewegungsprofile sahen jetzt so aus, dass sie anscheinend einen typischen Bürotag gehabt haben müssen. Denn also das, was extra an Kilokalorien verbrannt wurde, das beläuft sich auf 300 Kilokalorien. Das ist sehr übersichtlich. 300 Kalorien, so viel wie ein Croissant. Bei den Aktivitätscounts haben wir reinzoomen müssen, ja, damit wir die sehen. Das dürfen ja meine Kollegen gar nicht sehen. Die denken ja wirklich, ich habe geschlafen. Also das ist leider Büro-Alltagswirklichkeit in Deutschland. Ja. Wir können nicht unterscheiden, ob sie da jetzt schlafen oder ob sie Bildschirmarbeit verrichten. Keine Bewegung, Stress im Büro und dann nur am Wochenende intensiver Sport.
Eine gefährliche Mischung. Diese absoluten Off-Phasen, die sehr lang sind im Büro. Und dann kommt diese On-Phase, wo sie richtig Gas geben. Das heißt, sie steuern im Grunde voll in das Risiko rein. Einmal in Bezug auf Verletzungen und zum anderen Risiken für das Herz-Kreislauf-System womöglich. Wer den Puls nur am Wochenende hochjagt, lebt gefährlich. Besser man bewegt sich auch während der Woche. Zweimal zusätzlich joggen kann Wunder wirken. Sonst droht irgendwann der Herzinfarkt. Marisa ist ein bisschen der erwartete Extremfall, ja, sag ich mal. Also das war körperliche Aktivität, die man schon als, ja, man könnte sie auch als Hochleistungssport bezeichnen. Also das ist schon sehr beeindruckend. Der durchschnittliche Bundesbürger sollte bitte 1000 Kilokalorien pro Woche extra verbrennen. Ja, das machen sie sozusagen jetzt an einem Arbeitsabend. Aber leider ist es so, dass sie eben in das Schwitzen nicht richtig reinkommen. Ne? Die Belastung ist für sie zwar eine kontinuierliche und eine hohe und sie verbrauchen sehr, sehr viel Energie. Aber es wäre wünschenswert, wenn sie zusätzlich ein-, zweimal pro Woche doch auch so eine Belastungsspitze setzen könnten. Marisa bewegt sich zwar sehr viel, aber nie bis ins Schwitzen. Für sie wäre zweimal Sport pro Woche gut. Sonst ist sie irgendwann nicht mehr fit genug für ihre Arbeit. Frührentner Achim dagegen ist ein genetisches Glückskind. Ein guter Fettverbrenner, bei dem schon mittlere Bewegung ausreicht. Wenn wir jetzt den Achim betrachten, dann können wir sagen, das war schon eine ganz gute Grundlageneinheit. Es könnte noch ein bisschen intensiver sein, gar keine Frage. Sie haben mir auch aufgezeigt, was so sinnvoll wäre, also schwimmen gehen. Ja, wenn Sie das Schwimmen im Intervallcharakter realisieren. Also eher mal so eine Bahn zügig schwimmen und dann aber auch wirklich eine Bahn planschen und dann auch mal wieder eine Bahn zügig schwimmen. Gute Gene, Gen- und Gartenarbeit zahlen sich aus. Gemessen an seinem Alter ist Achim richtig fit. Das Fazit unseres zweiten Tests ist etwas zwiespältig. Wichtige Voraussetzungen für unsere Fitness sind leider schon in die Wiege gelegt. Aber die Botschaft der Sportmedizin ist trotzdem eindeutig. Wer zu viel sitzt, ist früher tot. Mehr Bewegung tut uns allen gut, am besten im Alltag und beim Sport. Aber welcher Sport ist überhaupt der richtige für mich? Es gibt mehr als 100 verschiedene. Für manche muss man mutig sein, für andere musikalisch oder einfach nur fleißig. Es gibt welche eher für Männer und eher für Frauen. Manche entspannen, andere sorgen für Adrenalin. Soll ich dem neuesten Trend folgen wie Zumba oder alten Dauerbrennern wie Schwimmen oder Laufen? Wir haben die Qual der Wahl. Deshalb jetzt unser Expertencheck auf der Suche nach der Wahrheit über Fitness. Welcher Sport ist gut für mich? Fangen wir an mit Schwimmen. Das schont die Gelenke. Aber wir werden mit Schwimmen nicht das breite Volk retten können. Schwimmen ist eine Sportart, die relativ viel Leistungsfähigkeit im Ausdauerbereich voraussetzt. Nur wer schon fit ist, kann so schnell schwimmen, dass es was bringt. Alle anderen müssen viel üben. Und das Planschen dann dazwischen wird Stück für Stück reduziert, das Schwimmen intensiviert und dann ist man am Ende da, wo man hin möchte. Radfahren. Naturnah, aber zeitintensiv. Und gefährlich bei Stürzen. Ja, Radfahren bietet ein paar Vorteile. Also ein Vorteil ist zum Beispiel, dass man die Gelenke nicht so stark belastet wie beim Laufen. Dafür muss man auf dem Rad dreimal so lang trainieren. Sinnvoll ist es, dass man schon so 3 Stunden unterwegs ist auf dem Fahrrad. Sportlich, pro Woche. Klarer Favorit unseres Sportprofessors ist Laufen. Ich würde dazu neigen, den Leuten, die jung sind, die unter 30 sind, erst einmal zu sagen, kauf dir Sportschuhe, lauf los und lauf nach Gefühl. Die Älteren sollten etwas vorsichtiger loslegen. Spätestens bei über 35-Jährigen würde ich sagen, zunächst einmal den Sportmediziner aufsuchen, einen Fitnesscheck machen und gleichzeitig aber auch die Herz-Kreislauf-Funktion überprüfen lassen, um zu sehen, ist das das Richtige, kann man bedenkenlos den Sport treiben. Und was ist mit dem beliebten Nordic Walking? Für die Fitness nicht ideal, weil zu gemütlich.
also für jüngere Menschen und auch für etliche Menschen mit 55 und Eltern, die deutlich fitter sind, ist Nordic Walking tatsächlich nicht anstrengend genug. Herz und Muskeln müssen stark genug belastet werden, damit sie sich verbessern. Nur nach Krankheiten bleibt Walken erste Wahl. Das sieht natürlich anders aus, wenn Sie Personengruppen in Reha befindlich beispielsweise nach Herzinfarkten haben. Da haben wir sehr häufig das Spazierengehen als eine normale Trainingseinheit, weil tatsächlich von den Leuten kein anderes Leistungsniveau erbracht werden kann. Einen Überraschungstipp hat der Professor noch für uns. Tanzen. Tanzen finde ich eine gute Option. Die für den durchschnittlichen 50- bis 70-Jährigen vernünftig ist. Wo ich sagen würde, das ist bereits ein moderates bis ordentliches Ausdauertraining. Eine klare Empfehlung. Unser Körper wird nur dann fitter, wenn wir mindestens zweimal pro Woche richtig ins Schwitzen kommen. Deshalb raten viele Sportmediziner zum Laufen. Das ist effektiv und kostet wenig Zeit und Geld. Oder eben Alternativen wie Tanzen. Macht gute Laune und fit. Ein Beispiel gefällig? Im Herzen von Berlin. Der Club heißt 50 Plus. Deutschlands Rentner sind fitter denn je. 35% der über 70-Jährigen treiben noch mindestens einmal pro Woche Sport. Und es gibt keine Altersgrenze. 79 Jahre. Sie wird nächste Woche 80. Psst. Ja, ich habe Glück gehabt, dass ich gesundheitlich gut durchgekommen bin und habe mich auch immer bewegt. Tennis gespielt und Stepptanz und mache jetzt auch Line Dance noch und so. Und ich denke mal, das hält einen jung. Es ist ja auch sowieso wichtig und gut, gerade wenn man älter wird, dass man sich bewegt und das natürlich mit etwas, was einem Spaß macht. Jeder wartet auf den anderen, jeder weiß, wie es dem anderen geht, ob er mal krank ist. Ich kann allen sagen, man schafft es, auch wenn man nicht so ganz musikalisch ist. Für Tanzmuffel unter uns gibt es natürlich Alternativen. Etwa Deutschlands ältesten Ruderclub Germania in Hamburg. Mindestens zweimal pro Woche geht der Achter noch aufs Wasser. Hier vorne, alles klar, gut geht, hoch! Hier ist jeder willkommen, der Spaß am Bewegen hat. Ich habe mal als Schüler und als Jugendlicher mal gerudert, aber dann 50 Jahre nicht. Und dann habe ich wieder angefangen. Und das kann ich mir gar nicht mehr ohne vorstellen. Ne? Wenn ich keinen Sport mache, dann fühle ich mich nicht wohl. Ich mache immer Sport. Ja, gut so, Männer. Einer muss sich auf den anderen verlassen können. Und keiner kann sich einfach mitziehen, das in die Gegend gucken, doch wie schön. Und alle Sportarten, die man nicht alleine betreibt, die sind ja günstig. Und Rudern ist der klassische Mannschaftssport. Und das bis ins hohe Alter. Zusammen bringt es der Germania-Achter auf sage und schreibe 673 Lebensjahre. Spaß am Bewegen ist also keine Frage des Alters. Fragt sich nur, warum so viele trotzdem darauf verzichten. Millionen Menschen sterben weltweit Jahr für Jahr, einfach nur, weil sie sich zu wenig bewegen. Die Annehmlichkeiten der modernen Industriegesellschaft können ohne Sport lebensgefährlich sein. Wir nehmen an Körpergewicht kontinuierlich. Dass wir häufig natürlich diese Zuckererkrankung haben, weil wir viel zu wenig Energie verbrauchen. Welches Risiko in unserer Gesellschaft schlummert. Das ist fast so riskant, wie eine Packung Zigaretten pro Tag zu rauchen. Zu wenig Bewegung ist die Ursache vieler Krankheiten. Das steht medizinisch heute außer Zweifel. Aber was ist, wenn ich schon chronisch krank bin? Ist Sport dann überhaupt noch gut für mich? Wir suchen nach unserer vierten Wahrheit über Fitness. Unser Testkandidat diesmal ein echter Sportmuffel. Helmut. Ich bin Typ 2 Diabetiker. Ich mag vor allem Kuchen. Das ist auch ein Problem. Viel Sahne vor allem.
Und ich weiß, dass ich meinen Lebensstil verändern muss. Ich finde es aber schwierig, den Anfang, die richtige Motivation zu finden, um später gesundheitliche Schäden zu vermeiden. Auf Helmut wartet ein heikles Experiment. Wie reagiert sein untrainierter Körper auf Fett und Zucker? Ich habe Angst vor diesem Frühstück. Eigentlich sieht das aus wie ein ganz normales Buffet in einem durchschnittlichen deutschen Hotel. Ne? Wenn man morgens reinkommt, das ist genau das, was man erwartet. Ne? Unser Experte bei diesem Test ist Professor Daniel König, Sport- und Ernährungsmediziner aus Freiburg. Und damit wir einen guten Vergleich zwischen krankheitsfördernder Leistungsschwäche und gesunder Leistungsstärke haben, unterstützt uns die erfolgreiche Mountainbikerin Rebecca. Obwohl sie viel weniger wiegt, nimmt sie bei unserem Testfrühstück etwa genauso viel zu sich wie Helmut. Das Würstchen ist auch Eiweiß. Ein bisschen Eiweiß, aber auch viel Fett, ja. Zu viel Fett und Zucker, die altbekannten Komplizen von zu wenig Bewegung. Das Hauptproblem ist letztendlich die Zunahme an Stoffwechselerkrankungen, die auch dann mit einer früheren Morbidität, das heißt einer früheren Wahrscheinlichkeit, krank zu werden, assoziiert sind. Helmut und Rebecca sollen jetzt in Ruhe eine Stunde verdauen. Denn nur so kann Professor König eine genaue Aussage darüber treffen, wie viel Fett aus der Nahrung im Blut ankommt. So, und alles gut überstanden, gut verdaut? Rebecca und Helmut haben das gleiche Frühstück gegessen. Es sollte also eigentlich ungefähr die gleiche Menge Fett im Blut sein. So, also hier sind die Ergebnisse des Frühstücks. Man sieht eben sehr schön, wie diese fettreiche Mahlzeit dazu geführt hat, dass die Fettmenge im Blut deutlich mehr ist als vorher. Und im Gegensatz hierzu sieht man bei Frau Mackert, dass es eben eine deutlich geringere Menge ist. Es ist hier im Vergleich bei einer ausdauertrainierten Sportlerin doch deutlich weniger Fett im Blut nach der gleichen Mahlzeit. Letztendlich ist der trainierte Organismus in der Lage, Fette schneller aufzunehmen, Fette schneller zu verarbeiten, umzusetzen, zu metabolisieren und letztendlich beim Sportler eben vor allen Dingen auch zu verbrennen. Wieso ist es jetzt schlimmer, also sagen wir mal schlimmer als das von mir? Also letztendlich bedeutet es, dass dieses Fett auch länger in der Blutbahn ist. Es lagert sich zum Beispiel in Organen an, wo es eigentlich nicht hingehört und behindert dort auch den Stoffwechsel, was eine ganz wichtige Ursache zum Beispiel für die Entstehung auch des Diabetes ist. Ja? Das gibt irgend so ein Gefühl von Ekel, wenn man das so bildlich sieht. Es spornt einem an, etwas zu tun. Helmut nimmt sich vor, fitter zu werden, auch um etwas gegen seine Krankheit zu tun. Während Rebecca laufen geht, schwingt sich Helmut aufs Rad. Wird er schon mit einmal Training seine Fitness verbessern können? Wenigstens ein bisschen? Am nächsten Morgen wieder der Frühstückstest mit Rebecca. Der gleiche Schub Fett und Zucker wie am Morgen davor. Aber Helmut hat ja zum ersten Mal seit langem wieder Sport getrieben. Da muss sich doch was geändert haben. Wieder testet Professor König, wie viel Fett sich im Blut der Probanden abgelagert hat. Helmut hofft auf bessere Ergebnisse. Gut, also wir fangen bei Ihnen an, Rebecca, weil es ist, geht doch etwas schneller. Bei Ihnen sind nämlich alle Werte optimal. Sie werden sicherlich mit Ihrer Gesundheit noch viel Freude haben. Dann kommen wir jetzt zu Ihnen, Helmut, da sieht die Sache ein bisschen anders aus. Wir haben hier das Serum nach dem ersten Tag und hier ist das Serum nach dem zweiten Tag. Und man sieht deutlich, dass bei Ihnen, Helmut, sich nichts verändert hat. Und ich muss kein Prophet sein, um Ihnen sagen zu können, wenn dort ungefähr 10 bis 15 Kilo weniger wären und Ihre Fitness sich weiter verbessern würde, dass Sie dann eventuell sogar das Medikament absetzen können. Und bei Ihnen ist es ganz eindeutig so die Empfehlung, dass Sie daran was ändern müssen. Das nüchterne Fazit: Einmal Sport ist kein Mal. Zumindest aus Sicht unseres Stoffwechsels. Während der Fett- und Zuckerregen an der gut trainierten Rebecca einfach abperlt, wird Sportmuffel Helmut geradezu von ihm überschwemmt. Das hat zu seiner Krankheit geführt. So wie bei den Millionen anderen Deutschen, die an Diabetes Typ 2 leiden. Die unbequeme Wahrheit heißt, das moderne Leben ist eine Gefahr für unsere Gesundheit.
Die besten Gegenmittel sind regelmäßige Bewegung und gesunde Ernährung. Damit können wir Krankheiten nicht nur vorbeugen, wir können sie im besten Fall sogar heilen. Hier ist ganz klar die sogenannte therapeutische Lebensstilumstellung das Stichwort, worum es geht. Das heißt also, wir müssen wirklich an unserer täglichen Ernährung etwas umstellen und wir müssen unseren gesamten Lebensstil hin zu mehr Aktivität umstellen. Dann haben wir in der Tat die Möglichkeit, hier an diesem Krankheitsbild wirklich an einer ganz großen Schraube etwas zu drehen. Ich muss was tun, wenn ich fit bleiben will und länger gesund bleiben will. Der Anfang ist immer am schwersten, aber es lohnt sich. Sport ist tatsächlich Medizin für Körper, Seele und Geist. Manchmal allerdings leider mit unerwünschten Nebenwirkungen, etwa Sportverletzungen. Sehen wir uns mal die Bewegung an, die für uns die natürlichste sein müsste, das Laufen. Bis vor 3000 Jahren liefen unsere Vorfahren barfuß über Stock und Stein. Ihre Muskulatur war stark und das Gewicht gering. Albert Gollhofer ist Professor für Sportmotorik in Freiburg. Er weiß, die Ursache für die meisten Sportverletzungen sind unsere schwach gewordenen Füße. Wenn man die Langfristigkeit ansieht unseres gesamten Lebens und der Fuß immer im Schuh entlastet wird, dann wird der Fuß sich natürlich auch aktiv nicht mehr an die Beanspruchung so anpassen. Und wir haben am Ende des Tages ein degeneriertes System, weil der Schuh viele Fußaufgaben übernimmt. Der neueste Trend der Sportindustrie geht zurück zur Natur. Natural Running. Laufen in sogenannten Barfußschuhen, die nur die Fußsohlen schützen, nicht aber dämpfen oder den Fuß stabilisieren. Unser nächster Wahrheitscheck in Sachen Fitness. Sind die neuen Barfußschuhe tatsächlich gut für Gelenke und Muskeln oder nur für die Umsätze der Hersteller? Rebecca und Helmut machen für uns den Test. Rebecca hat in der letzten Zeit hart trainiert und sich verschiedene Verletzungen eingehandelt. Kann das Barfußlaufen ihre Probleme lösen? Wir wollen versuchen, dass wir jetzt eine Belastungsform finden, die ihr Knie maximal gut entlastet. Bei normalen Laufschuhen mit guter Dämpfung setzen die meisten Läufer mit der Ferse auf, was eigentlich unnatürlich ist für menschliche Beine. Die gesamte Stoßwirkung trifft das Knie. Barfuß dagegen setzt der Fuß vorne auf dem Ballen auf. Besser als jede Dämpfung federn Zehen und Fußgewölbe den Druck ab. Und kommen Sie gut zurecht? Super ungewohnt. Also man merkt total, dass man nur vorne auftritt. Und man hat das Gefühl, es geht unheimlich auf die Waden oder unten auf die Gelenke. Ja. Wenn Sie im Urlaub am Strand sind und Sie machen morgens einen leichten Jogging über 2 Kilometer am Strand entlang, der Muskelkater, der Sie dann begleitet, ist herrlich. Das heißt mit anderen Worten, Barfußlaufen muss trainiert werden und muss sich auch strukturell anpassen. Nun zu unserem Sportnovizen Helmut. Er wird aufwendig mit Sensoren bestückt, die Bein- und Fußstellung auf den Millimeter genau messen können. Welche Kräfte muss ein Knie beim Laufen eigentlich aushalten? Wie fast alle Schuhträger kommt auch Helmut zuerst mit der Ferse auf. Seine 90 Kilo wirken ungebremst auf Sehnen und Gelenke. Das ist eine ganz typische Kurve, die man beim Schuhlaufen hat. Die Verletzungsgefahr ist eben hier in dem Fall extrem groß. Hier kommt der Helmut auf. Das ist eine Phase hier, wo wir locker das Zweifache des Körpergewichts haben. Schon beim normalen Joggen muss Helmuts Knie bei jedem Schritt im Spitzenwert 200 Kilo aushalten. Mit Training und gutem Schuhwerk kann man diese Belastung zwar kontrollieren, aber für Anfänger droht zunächst hohe Verletzungsgefahr. Wir wollen, dass Ihre Kniegelenkmuskulatur das Kniegelenk stabilisiert. Und erst wenn wir da eine aktive Stabilisierungskomponente haben, dann wollen wir weitermachen. Für Helmut ist Laufen jetzt am Anfang seines Fitnessprogramms kein guter Sport. Nicht in Schuhen und schon gar nicht barfuß. Im
Gegensatz dazu kann Rebecca mit Barfußlaufen ihre Füße stärken und das Knie so tatsächlich entlasten. Das Ergebnis sind zwei individuell angepasste Wege für zwei unterschiedliche Typen. Helmut wird erstmal 3 Monate lang kräftig Fahrrad fahren. Rebecca dagegen kann ihr Leistungstraining fortsetzen. Jede Laufeinheit sollte sie mit Barfußlaufen abschließen. Der gekräftigte Fuß hilft so, neue Verletzungen zu vermeiden. Natural Running mit den neuen Barfußschuhen ist für sie eine gute Empfehlung. Wenn man dieses systematisch trainiert, geht die Verletzungsrate um 60-70% nach unten. Und das kann ich entweder jetzt über Barfuß gehen oder Barfuß joggen im Park oder dass man im Einbeinstand unsere Zähne putzen. Dann haben wir genügend Trainingseinheiten für das dynamische Balancieren und damit auch für die Koordination, die neuromuskuläre Koordination der Sprunggelenke. Ein klares Ergebnis in diesem Fall. Natural Running mag zwar der letzte Schrei sein, aber Vorsicht, nur für Profis. Es gibt viele Wahrheiten in Sachen Fitness. Jeder Einzelne muss herausfinden, was für ihn das Richtige ist. Am besten mit Hilfe von ausgewiesenen Experten, wenigstens am Anfang. Unser Fazit ist deshalb positiv. Ja, Fitness macht tatsächlich schlank, schön, gesund, glücklich und hält sogar jung. Und wenn man erstmal angefangen hat, macht Bewegung fast allen auch richtig Spaß. Aber von nichts kommt nichts. Wir fressen zu viel und wir bewegen uns zu wenig. Und da müssen wir dran arbeiten. Eigentlich wäre es so einfach. Weniger und besser essen, mehr und regelmäßig bewegen. Öfter mal das Auto stehen lassen und